Unsere Zwillinge, 9 Monate, brauchen nachts seit 4 Wochen wieder eine Flasche, meistens zwischen 1 und 3 Uhr. Wenn sie keine Flasche bekommen, schreien sie sich richtig ein und lassen sich auch nicht mehr beruhigen. Woran kann es liegen, dass sie wieder nachts gefüttert werden wollen? Und dann geht das Spielchen zwischen 5 und 6 Uhr nochmal von vorne los. Dann schlafen sie nochmal bis 7.30 Uhr, 8 Uhr. Gefühlt bin ich nachts alle 2 Stunden mit Füttern beschäftigt und würde gerne für uns alle wieder mehr Ruhe reinbekommen wollen. Ganz, ganz großer Punkt, Zwillinge. Hut ab, Riesenthema, Doppelpack. So. Erster Punkt, wo ich sagen würde, versuch's doch mal. Ich weiß nicht, wann du schlafen gehst, wann dein Mann schlafen geht. Versuch's doch mal mit einem Angebot um 22.30 Uhr, 23 Uhr. Jetzt wirst du mir vielleicht sagen, hey, stopp, Moment, da schlafen die. Ja, da schlafen die. Mach erst den einen wach, füttere ihn, mach den anderen wach, füttere ihn. Und schau mal, was die mit diesem Angebot, das von Elternseite kommt, anstellen. Es könnte gut sein, dass die über das Alter, 9 Monate, beweglich, unterwegs, einen höheren Kalorienverbrauch haben und jetzt noch ein Spätflaschen-Spätstillangebot brauchen. Erfahrungsgemäß kommen die Kinder um 1 Uhr. Wir können sie aber nach vorne verlegen auf eine Uhrzeit, die vielleicht für dich angenehmer, passender ist. Der zweite Punkt, 5, 6 Uhr. Ja, Kinder stehen mit den Hähnen auf. Das ist ein biologisches Zeitfenster. Und du hast einen Sechser im Lotto, dass deine Mausebären wieder einschlafen. Hier würde ich sagen, Finger weg, gar nichts machen, nichts verändern wollen, in den sauren Apfel beißen, die Grundüberlegung anschließen. Vielleicht reicht es dir irgendwann mit dem Stillen, dass nicht nur du diesen Job machst. Vielleicht möchtest du deinem Mann die Möglichkeit geben, ein Fläschchen zu geben. Ach, ihr habt sogar die Flasche. Jo, teilt's euch, macht Jobsharing. Mal der, mal die Frühschicht und gebt den Mäusen um 5 Uhr ihre Flasche. Es ist ein Sechser im Lotto, dass die noch mal einschlafen. Und dann bis 7.30 Uhr? 7.30 Uhr, 8 Uhr. Wow, wow, Neid. Okay, gut.